Mit Still Life bringt Entwickler Microids, der schon die Siberia-Serie auf Konsole brachte, ein weiteres reinrassiges Adventure für die Xbox. Ihr steuert die FBI-Agentin Victoria McPherson und soll eine Mordserie aufklären, die geheimnisvolle Parallelen zu einem Fall der 20er Jahre aufweist. Statische Renderhintergründe bilden die Kulissen der gemächlichen Kriminalarbeit. Interaktion mit Gegenständen oder Personen bekommt die Genre typisch durch die Einblendung eines Symbols angezeigt. Idioten, der erstmal jeden Tatort vollkotzt, zu wenig Personal, weil ich die einzig Blöde bin, die in den Ferien arbeitet, einen kalten Hintern, eine festgefrorene Leiche. Reicht dir das? Wie gesehen gibt's auch eine deutsche Synchro, allerdings scheint Lippensynchronität ein Fremdwort zu sein. Im Menü wählt ihr das Handwerkszeug der Kriminologin aus und bringt es zu gegebener Zeit zum Einsatz. So kommt ihr wichtigen Hinweisen auf die Spur. Freunde geruhsamer Adventures merken sich Still Life also schon mal vor. Was zum Teufel?